Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder mal mit S. Castro und zwar mit einer Sache, die ich mir schon lange mal geben wollte. Und zwar ein bisschen was Längeres. Es geht um das Anime vs. Marvel Live Battle bei Big Difference, wo S. Castro gegen jemand anderen antritt und beide zwei Charaktere verkörpern, so wie ich es verstanden habe. Der eine vertritt Marvel, der andere Anime. Und wer könnte für Anime-Rap besser geeignet sein als unser guter S. Castro? Ja, ihr habt es euch gewünscht, die stehen tatsächlich hier und wollen sich heute umbringen, ne? Ich frag dich mal als erstes, du verteidigst ja sozusagen Anime-Leute. Da stehen die beiden bärtigen Männer. Die haben aber beide einen geilen Drip, finde ich. Ich habe mir das Castro sogar ein bisschen kleiner vorgestellt. Ich habe den noch nie so in voller Größe da rumstehen sehen. Vielleicht sind die anderen Kandidaten auch einfach nur so 1,75 Menschen wie ich, das kann auch sein. Ich feiere auch diese Necktats, die der Typ da hat. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Ja. Wer ist dein Lieblingscharakter? Maito Guy. Jetzt verstehe ich ja, warum Interview, also die werden klassisch befragt, bevor es losgeht. Geil auch, dass er Maito Guy sagt, weil Maito Guy einfach dafür steht, dass du eben nicht mit Talent alles hast, sondern dass du dir alles erarbeiten musst und dass Mühe und Aufwand und vor allem Überzeugung Talent immer schlägt. Finde ich geil. Aus welchem Anime? Naruto. Okay, und dein Lieblingscharakter aus Marvel? Captain America. Aus welchem... Nein, Spaß. Also... Okay, da haben sie schon gewiped. Nee, aber Captain America kann ich auch verstehen. Der vertritt eigentlich ähnliche Werte, wenn man so will. Ey, yo, ich mochte den Captain nie so besonders gerne, aber ich kann es verstehen. Was hast du gegen Marvel? Also, was hast du für eine Antipathie gegen Marvel? Eigentlich gar nicht. Ich finde Marvel geil. Okay, kann man auch... Was für eine Frage! So, als ob der da hinkommt, weil er Marvel hasst. Der kommt da hin, weil er Anime liebt und weil er angefragt wurde. So ein Battle machen, ne? Ja, finde ich auch. Mein Herz schlägt auf jeden Fall für beide Seiten. Aber ich glaube, das wird ein richtig geiles Battle. Ja, aber so ich glaube, es ist sein. Geil, wenn beide sich mit sowohl mit Anime als auch mit Marvel auskennen. Das bedeutet, wir kriegen heute sehr, sehr viele Punchlines zu hören bekommen. Deswegen, ich bin gespannt, ihr seid gespannt. Wir sehen uns im Battle. Finde ich geil, weil das ist halt, gut, es ist kein ernster Hintergrund, so die MCs haben nichts gegeneinander, die haben ja auch nichts gegen die Materie, die der andere verkörpert. Im Gegenteil, die feiern das beide. Aber ich glaube, das könnte sogar das Battle im Endeffekt stärker machen, weil dann beide auch die Stärken und Schwächen kennen von der anderen Seite. Also, stelle ich mir gut vor. Und der Dude im Hintergrund guckt in die Kamera. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem YouTube-Channel bei Big Difference. Ja, mein Name ist Abbas, ich moderiere zum ersten Mal für euch und wir fangen direkt... Ist irgendwie süß, wie verhalten die da alle rumstehen, so. Wenn man das jetzt mit Diltily vergleicht oder Rapper Mittwoch oder so, also eher mit Diltily von dem Setting her, dann wirkt das irgendwie alle so schüchtern im Vergleich. Aber ich finde es trotzdem cool, dass das... Ne, dass es gerade so stattfindet, wie es stattfindet. Direkt an, wir sind ja in Kaiser Lounge ab 18 Uhr für euch verfügbar. Ja, check auf jeden Fall Raigeki ab, Online-Shop ist jetzt out, ja, bestellt alle. So, wir haben einmal zu meiner rechten Seite Anime, auf meiner linken Seite haben wir Marvel. Macht einmal Lärm für dieses Battle! Ja, wir fangen direkt an, ja, Marvel wird beginnen, let's go. N100, drück auf Play. Das wirkt irgendwie alles so wie so ein YouTuber, der seine ersten Videos macht. Das hat einen ganz interessanten Vibe. Also, ich war, aber ey, die MCs, ich kenne N100, wenn er so heißt. Ne, warte, ist er das? Dann muss ich jetzt nochmal nach Google. So viel ist es dann doch wert. Also Ender, wenn er Ender heißt, dann, ich finde es irgendwie blöd, dass die jetzt nur Anime gegen Marvel gesagt haben, dann, Ich bin mal gespannt, ihn kenne ich halt nicht so, aber wenn die MCs abreißen, dann ist das ja das Beste. Yeah. Langes Intro. Geiles Intro. Geiles Intro. Yeah. Die scheinen ihn aber so ein bisschen zu kennen. Oh. Der Dude da hinten mit der hochgezogenen Augenbraue, der ist auch cool. Es gibt da eine Sache, die ist leider wahr. Man hat in frühen Jahren gemerkt, du wurdest anders geboren. Der Arzt, der klopfte leider nicht nur einmal sanft auf deinen Arsch. Er ließ ihn auf den Kopf fallen, wie den Hammer von Thor. Okay, geil. Also er hat eine gute Stimme, der ist gut reingekommen. Auch direkt richtig taktisch, obwohl das Intro so lang ist. Manchmal kann man sich da beim Einstieg verschätzen, wenn plötzlich die Drums direkt mit dem Part losgehen. Er musste halt irgendwie gut einsteigen und da schnell draufspringen. Hat er souverän gemacht und, schönes Kreuzreimschema. Auch gute Reime eigentlich. Also solide, sehr solide. Und ja, auf den Kopf fallen wie der Hammer von Thor. Ja, warum auf den Kopf? Also eigentlich nur wegen fallen lassen, oder? Was war das
für ein Bohr. Ich glaub, die Crowd hat selbst gemerkt, ich komm so langsam in Form. Denn ich hab Hammer performt und noch ne Frage davor. Was haben die ganzen Wichsflecken in deinem Manga verloren? Frage davor, da. Also auch wieder viersilbig, mehrere davon, sein Gesicht ist ja wirklich überragend. Fand ich geil und jetzt am Ende auch die Anspielung, dass viele Weeps natürlich, ne, sich auch einkeulen auf irgendwelche Anime-Manga-Sachen, das ist schon solide, sehr solide. Dein Ziel ist mich zu wissen, wie willst du mich ficken? Hey, das Marvel, ich fand Sperma von Batista auf deinem Kissen. Deadpool, sein Dick hat dir den Kiefer aufgerissen und du bliebst darauf kleben, so wie Klimaaktivisten. Er geht auf Kosten. Bliebst darauf kleben, so wie Klimaaktivisten. Also cooler Reim, aber ich verstehe den Sinn nicht so ganz. Dir den Kiefer aufgerissen und du bliebst darauf kleben, so wie Klimaaktivisten. Raff ich den jetzt nicht? Du bliebst darauf kleben. Nee, peile ich nicht. Er geht auf Cosplay-Treffen mit einer Filmeinlage. Denn er hat über seinem Kitzler Haare. Die Nägel sind... Okay, das ist eine dumme Line, Alter. Das ist eine richtig dumme Line. Und da hat er sich leider auch verhaspelt. Lackiert und zwar in pinker Farbe. In seiner Freizeit setzt er sich auf Lissabs Nase. Oh. Er hat nie wirklich Respekt bekommen. Er wollte sich das Leben nehmen, doch sah dann seine letzte Chance. Er sah wie Son Goku jedem in die Fresse bobst. Und seitdem ist er noch auf der Suche nach den Dragon Balls. Oh. Die ist geil, weil das beschreibt ihn so als Nerd, der keinen Sinn in seinem Leben hat, so, ne? Und dann hat er aber seine Motivation in Anime und Manga gefunden und ist bis heute versunken in diesem Fantasieuniversum. Schöner Bezug dann auch da drauf, das ist geil. Was mir so ein bisschen fehlt, ist, er haut zwar einen Gegnerbezug raus, aber so die Representer fehlen mir. Also, dass er auch mal, ne, irgendwas Geiles über sich sagt, so Thor's Hammer, joa. Da war aber nicht so ein cooles Wortspiel dabei und ansonsten war da eigentlich nicht viel, bis auf das mit dem Deadpool, aber... Da gibt's doch bestimmt geileren Scheiß, den du kicken kannst. Ich zerstöre Existenzen. Er hat Träume davon, Ruffy in sein Bett zu fesseln. Animes sind für ihn nicht mehr wegzudenken. Denn sein Pimmel ist zu klein für Sex mit echten Menschen. Ja, kann man so bringen, aber hey, da kannst du doch viel geilere Gegenüberstellungen machen. Du könntest doch zum Beispiel so Ruffy mit Mr. Fantastic vergleichen und dann irgendwie sagen, dass ich Mr. Fantastic bin, weil ich komme besser bei Frauen an als so ein Ruffy. Oder was gibt's noch? Du hast doch bestimmt so Überschneidungen, die du bringen kannst. Also, ich finde halt, da gibt's so viele Vergleiche zum Beispiel zwischen bekannten Marvel-Helden und allen Anime-Figuren, allein My Hero Academia oder so. Und, weiß nicht, er geht entweder auf die eine Ebene oder auf die andere und er reimt doch relativ gut und solide, aber die Lines sind halt einfach viel zu plump im Vergleich dazu, was man daraus hätte machen können. Warte mal, für die erste Runde! Das war's schon. Was war das? So lustig. So, willkommen zu der Antwort. Weiß nicht, was ich von dem Moderator halten soll. Der ist mir irgendwie zu aufgesetzt. Der redet so wie dieser typische Dude, bei dem du weißt, der ist gerade nicht er selber, sondern so ein leicht aufgesetzter Charakter, weil er sich noch nicht so wohl in seiner Rolle fühlt. So dieses, was war das? So lustig. Das kommt fast schon ironisch rüber. Von Anime N100, drück auf Play. Waldraut, drück auf Play. Okay. Hoffen wir, dass die Technik nicht versagt bei den 8 inneren Toren von S. Castro. Geil. Noch kannst du abhauen. Wenn jemand das mit so einem Grinsen sagt, dann liebe ich das. Das ist einfach sausympathisch. Der Typ rasiert sich seine Augenbrauen und denkt, er wäre One Punch Man. Macht Auge wie Danzo, doch ich kill seine ganze Gang. Hab keinen Respekt, no, Avengers direkt tot. Das ganze Marvel-Universum landet jetzt im Death Note. Sag, geil! Das meine ich! Genau das meine ich! Ey, er hat perfekt direkt das Death Note mit dem anderen verknüpft. Klar, man hätte vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Marvel reinpacken können, damit es mehr gebalanced ist, aber so an sich finde ich die Idee einfach geil, denn was wollen die Marvel-Charaktere dagegen tun, wenn du sie ins Death Note schreibst? Also außer Deadpool, weil der ist ja eine Beziehung mit dem Tod. Bis auf Thanos und Deadpool müsste das eigentlich so ziemlich jeden weghauen, bis auf die ganz oben, One Above All und so. Aber das finde ich halt geil. Also das ist einfach eine sehr, sehr nice Idee. Das hat so diese Attitüde von, was wollt ihr machen? Hast du mit deinen Geliebten direkt tot, das ganze Marvel-Universum landet jetzt im Death Note. Sag, wo willst du mit deinen geliehenen Eiern hin? Metrosexueller gegen Super Saiyajin? Mach, dass du wegbleibst, das wird deine Endzeit. Ohne Gnade, warte, was ich mit dir mache, nennt sich Hentai.
mache, nennt sich Hentai. Da, 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 da. Auch wieder geiles, geile Reimschema. Ich habe erst gedacht, der reimt nur die letzten beiden Silben, aber davor kommen auch noch welche drin. Was ich mit dir mache, nennt sich Hentai. Ist auch witzig. Mach keine Move, ich warn dich grad, weil in mir eine krasse Wut ist. Es liegt nicht. Oh, das war geil. Was ich mit dir mache, nennt sich Hentai. Mach keine Move, ich warn dich grad, weil in mir eine krasse Wut ist. Mach keine Moves. Ich warne dich gerade, weil in mir eine krasse Wut ist. Na, macht er das, was ich schon öfter gesagt habe. Das sind diese typischen 32-Rolls, weil in mir ne, dieses mir und ne ist gerollt. Also, das nenne ich jetzt so. Das bedeutet, er benutzt normalerweise 16-Raster, also da, 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 da. Und das verdoppelt er kurz für diese zwei Silben. In, weil in mir ne krasse Wut ist. Und dadurch hat das so diesen coolen, schnellen Roll-Effekt. Es liegt nicht, was ich mit dir mache, nennt sich Hentai. Mach keine Move, ich warn dich grad, weil in mir eine krasse Wut ist. Es liegt nicht an Frauen, wenn du gleich wie Sanji die Nase blutet. Ich such deine Wunden, Punktschute, die Kugeln in deinen Mund. Der Typ fängt an zu singen und alle schlafen ein wie bei Pummeluff. Oh, wie er durchballert, auch geil. Bitte gib mir noch einen Grund, ich geh dir zu killen, ich darf deinen Mund, denn... Da kommt er dann mit den Triolen. Fängt an zu singen und alle schlafen ein wie bei Pummeluff. Bitte gib mir noch einen Grund, ich geh dir zu killen, ich darf deinen Mund, denn Ender der Keck ist am Mucken und Edelbert wie Tony Stark mit Loch in der Brust. Zögere nicht eine Sekunde, ich nehme dein Leben, du dreckiger Hund, und zerfetze deinen Körper wie Zorro mit Katana, yalla, dann fliegt dein Kopf in der Luft, sag. Ah, ey, guck mal, also, fand ich, war jetzt keine krasse Line dabei, also vom reinen Inhalt. Aber das ist so ein Ding, gerade live, wenn du so delivern kannst, dann haust du die, guck mal, wie die reagieren. Du haust die Crowd schon allein deswegen weg, weil du so krass deliverst. Auch wenn er ein paar Silben am Anfang verschluckt hat, weil ich finde persönlich, Triolen durchzuballern, da kann man gerne mal ein paar Worte verschlucken, die sind da sehr anfällig für. Aber jetzt gerade, wo er die Zeile durchgerappt hat und es einfach gebracht hat, live geht sowas einfach ab. Also ich hatte auch mal einen Live-Auftritt, wo ich Triolen und vor allem viel Triple Time gemacht habe und es kommt einfach krass an. Die Leute feiern sowas live. Den Applaus, dieses Battle ist so wie das Tsukuyomi. Du kommst nicht mehr raus, du siehst wie ein verdammter Dummkopf aus. Ich check nicht, warum streckst du mir den Arsch hin, wenn ich sag, ich hab die Gum-Gum-Faust. Auch cool, dass er den Reim so am Anfang von der ersten Snare gekickt hat. Also zweite Zählzeit, dann durchrappt und den Reim dann nicht an der vierten Zählzeit setzt, sondern erst am Ende von der nächsten vierten Zählzeit vom nächsten Takt. Auch ziemlich cool. Also er hat halt so viele wechselnde Reimschemata und wechselt halt nicht nur die Reimschemen und wann er seine betonten Reime setzt, sondern auch die Arten, wie er seine Silben auf das Raster packt, von 16 auf Triolen, auf 32. Das Einzige, was er nicht macht, ist Halftime, aber alles andere macht er. Das finde ich ziemlich cool. Das Battle ist so wie das Tsukuyomi. Du kommst nicht mehr raus. Du siehst wie ein verdammter... Und was er auch noch manchmal benutzt, ist Swing. Das habe ich auch schon mal angesprochen. Hier, wenn er sagt, du kommst nicht mehr raus, ist dieses Raus kurz vor der Snare und nicht auf der Snare. Das ist in dem Fall, ich würde es nicht als Offbeat klassifizieren, weil es klingt ja geil, es geht ja nach vorne. Das bedeutet einfach nur, Swing ist eine Methode, um Sachen nicht so steif klingen zu lassen. Swing kannst du entweder vor einer betonten Zählzeit oder hinter eine betonte Zählzeit packen. Die meisten machen das instinktiv, er glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass er sich was dabei gedacht hat. Wenn du es hinter die betonte Zählzeit setzt, also wenn es kurz nach der Snare kommt zum Beispiel, dann ist es laid back, so wie Biggie das zum Beispiel oft gemacht hat. Also deswegen klingt er zum Beispiel so chillig und gelassen, ne, weil es halt hinter der Snare kommt und deswegen ein kleines bisschen verspätet. Was er als Castro macht ist, er packt es vor der Snare und dadurch wirkt es etwas aggressiver und direkter. Das ist ein ziemlich cooles Mittel. Mein Lieblingsrapper Tech9 macht das so gut wie immer. Und es kommt auch ziemlich cool. Mir noch einen Grund, ich geh dir zu killen, ich darf deinen Mund, denn... Es ist halt schwierig, das so zu machen, dass es souverän klingt und nicht Offbeat. Und da kommt halt das Gefühl ins Spiel. Ender, der Keck ist am Mucken und Edelbert wie Tony Stark mit Loch in der Brust. Zögere nicht eine Sekunde, ich nehme dein Leben, du dreckiger Hund, und zerfetze deinen Körper wie Zorro mit Katana, yalla, dann fliegt dein Kopf in der Luft, sag... Hör den Applaus, dieses Battle ist so wie das Tsukuyomi. Du kommst nicht mehr raus, du siehst wie ein verdammter Dummkopf aus. Ich check nicht, warum streckst du mir den Arsch hin, wenn ich sag, ich hab die Gum-Gum-Faust. Mach's vor den Mädels auf Banger, doch siehst aus, als hätte Deadpool einen Esel geschwängert. Vor 7 entsorg bitte später die Leiche. Das Battle ist ein Manga, gleich bist du vom Leben gezeichnet. Black Widow kriegt auf die Fresse von Tsunade. Er fragt mich nach 1000 Schatten, Doppelgängern für Bukake. Du bist ekelhaft, ich komm mit Zenoshia und mach germanische Götter wie Thor zu einem Pflegefall. Du bist ein Miskin, selbst mein 3-jähriger Cousin hebt den Hammer von Thor mit seinem Zippy. Ich hab die Comics erschaffen und ich verbrenn sie, dein Leben liegt... Hey, ich verstehe nicht, warum die auf solche Zeilen so abgehen. Also das sind ja die stumpfsten von allen. Way. Aber gut.
Später die Leiche, das Battle ist ein Manga, gleich Schatten, Doppelgängern für Bukake. Du bist ekelhaft, ich komm mit Zenoshia und mach germanische Götter wie Thor zu einem Pflegefall. Du bist ein Miskin, selbst mein dreijähriger Cousin hebt den Hammer von Thor mit seinem Zippy. Ich hab die Comic. Ich muss aber sagen, ich find's auch geil, wie er delivered, also er hat wieder mal einen richtig starken Stimmeinsatz. Zerschaffen und ich verbrenn sie, dein Leben liegt in meiner Hand, ey, nenn mich Papa Stan Lee. Geil. Starke zweite Runde, macht einmal her! Ich weiß nicht, was die da mit dem Mikro haben, aber irgendwie entweder, also es klingt nicht so, als ob es übersteuert, aber es rauscht die ganze Zeit, also es hat die ganze Zeit so ein paar Artefakte, so ein Rasseln. Kann mir gut vorstellen, dass da irgendwas mit der Funke nicht so ganz in Ordnung war. Okay, kommen wir direkt zur zweiten Runde von Marvel, bitte einmal wieder Ruhe, ja? Let's motherfucking go, N100, drück auf Play. Drück auf Play. Hast schon eine sympathische Runde. Boah, Sekundenschlaf. Schade, dass es keine Stunde war. Bei deinem Anime-Gelaber riecht es langsam. Hä, hey, aber das verstehe ich halt nicht so. Das ist doch, das ist halt null themenbezogen und die Leute rasten aus. Gebt euch mal wieder Moderator, guckt so dieses, ach, keine Ahnung, sowas. Sowas finde ich eher fast schon provokant. Ich weiß nicht. Also ich meine, er feiert es und fühlt es irgendwie so, aber man, ich glaube, der sympathisiert einfach sehr mit dem. Das wirkt ein bisschen so. Bisschen komisch. Aber ich fand's aber cool, wie er das gerade delivered hat, trotz allem. So sich halt über die Leistung des Gegners lustig zu machen, ne? Also schon. Also ich kannte ihn vorher nicht, aber der hat's auch auf jeden Fall drauf. Boah, Sekundenschlaf. Schade, dass es keine Stunde war. Bei deinem Anime-Gelaber riecht es langsam voll nach Scheiße, aber vielleicht war auch einfach nur dein Mund zu nah. Bei deiner ersten Runde bin ich eingepennt. Kein Problem, Dr. Strange hat mir die Zeit geschenkt. Du solltest Hilfe holen, bevor ich deine Leiche schenke. Doch ich glaube, du hast hier kein Netz, das hat Spider-Man. Du bist ach Junge, ich hab Spider-Man angerufen. Kein Netz, Junge. Komm klar, dein Leben hängt am seidenen Faden, wie Spider-Man-Arme. Und ich sag, lass die Spinne rein, als ob Spider-Man anklopft. Ey, da hätte man doch so viel machen können. Gebumst, nimm mal lieber noch ein Biss von einer Teufelsfrucht. Ich weiß. Ja, guck mal, das war dann schon eher. Ah, hör mal nochmal rein. Du wirst heute gebumst, nimm mal lieber noch ein Biss von einer Teufelsfrucht. Das war Offbeat, zum Beispiel. Also, das war dann kein Swing mehr. Das war zu weit weg von der Snare, aber auch nicht auf der dritten Zählzeit, also auf der Kick oder auf der zweiten, aber dass man sagen könnte, das wäre ein vorgezogener Reim. Das war nebendran und diesen Flow, den er zwischendrin machen wollte, der geht halt auch ins Leere, weil das Ding keine Direktion hat, weil es halt am Ende nicht auf dem Takt landet. Du wirst heute gebumst, nimm mal. Also hier das heute gebumst, es geht noch klar. Da würde ich nur sagen, das ist Swing, aber das danach. Lieber noch ein Biss von einer Teufelsfrucht. Ich weiß. Ja, das kommt sogar, das wäre eher so ein Swing vor der Kick und da würde ich dann schon eher sagen, das ist Offbeat. Wer heute noch lutscht und der keucht nach Luft, ey, wenn ich gegen dich verliere, macht meine Freundin Schluss. Fand ich geil gereimt, da, 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 da. Aber wenn ich gegen dich verliere, macht meine Freundin Schluss, ja. Spricht halt eigentlich nur für eine nicht so geile Beziehung, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, was er sagen will, aber es kommt irgendwie nicht so. Bastard, heute kickt du rein. Aber ich muss sagen, er hat den fresheren Bart von beiden, wenn ich das als bärtiger Mitbruder mal mitbewerten darf. Anders, ich sorge dafür, dass die Tunte in sein Bett wandert. Nach diesem Battle schieben Labels einen Headhunter. Du bist eine Möse, ich der König, so wie Black Panther. Willkommen zu Ohren, was ich... Weil auch der einzige König im Marvel-Universum ist. Das ist mir alles zu flach. Leider. Weil ich finde, prinzipiell kann der gut rappen. Und da wäre halt viel mehr drin gewesen. Ich hab letztens deine Ortschaft besucht und du hast in deiner Ortschaft einen Ruf. Der mit dem Wortschatz von Groot. Das sah nie ganz alleine nur mit Ruffy. Dabei hat der mit... Also Ortschaft besucht, Wortschatz von Groot. Gute Reime. Ja, aber ich find's halt viel zu flach. Den Steifen, wenn er Nachsicht. Das sah nie ganz alleine nur mit Ruffy. Dabei hat der mit einem Steifen, wenn er Nachsicht. Dann spreizt er seine Beine so wie Sanji. Aber bei dem Thema Scheide bist du Anti. Wie kann man so beschränkt sein? Das ist Schwule, wär gern einer von der Westside. Das sind Moves von Naruto, keine Gang-Signs. Was für Anime, Digga, das ist Hentai. So ja, yo, also komm. Also so, hat der nicht so... Er hat ja schon dieses Fappen auf Anime-Zeug schon gebracht. Und jetzt bringt er das mit Hentai. Aber so ohne... Also es ist ja wirklich einfach nur Dropping of Facts. Also... Da ist ja keine Tiefe drin. Das ist schon ein bisschen lame.
seine Schwerter einsetzen. Er lässt sich von den ganzen Schwertern gerne einkesseln. Zwei in der Hand und einen in der Scheißfresse. Digga, das sind keine Schwerter, bei dir sind es drei Schwänze. Ja, aber ich muss auch sagen, so, das hätte man. Also prinzipiell finde ich die Idee geil, so mit dem Drei-Schwerter-Stil, das in den Three-Dick-Style draus zu machen. Das ist eine witzige Idee. Aber da hättest du doch so viel mehr machen können. Du hättest doch sagen können, du hast den Drei-Schwerter-Stil beim Gangbang gelernt. Das wäre doch eine viel stärkere Zeile gewesen. Und so ist es irgendwie. Keine Ahnung. Es ist nicht wack. Aber es ist nicht besser. Also, es ist. Das Level von dieser Line ist. Oh, die Idee ist gut. Guck mal, wie die abgehen da drauf. Also, der Moderator so. Nee, sorry. Nee. Also. Da fühle ich das eher so wie der Typ ganz rechts. Der hat gerade eh den besten Blick drauf. Ja, es kann so, ne? Schüttel auch schon den Kopf. Immer so die Hand so wie, yo. Yo. Okay, war witzig. Wer hat auch nicht. Eine starke Runde von Marvel noch einmal. Drei Schwänze, Bruder. Zum Teufel. So, wir sind gespannt auf die zweite Runde von Anime 100. Drück auf Play. Yo. Drück auf Play. Okay. Fällt gerade auch auf die Kameras leicht, Chap. Selbe Problem, was ich auch habe. Guck mal auf die Leitung da oben. Die ist rechts oben viel mehr abgeschnitten als links. Da hat jemand aber nicht die Wasserwaage richtig eingestellt hier beim Dreh. Was soll denn das? Soll ich doch mal vorbeikommen und die Kamera einstellen, oder was? Mein Chef hätte so den Koller bekommen, wenn er das gesehen hätte. Aber ich erlaube es. Ich erlaube es. Genau, Hände hoch. Heb die Hände für die Genki-Dama. Es Geil. Gibt keinen Korn, ich greif ihn an, doch alles, was er sagt, ist nur Anton. Er kommt breitbeinig, mach dir auf Posa. Doch ich nehm seine Bälle Volley wie zu Basa Osora. Und ich bumse dein... Was, ich nehm seine Bälle Volley? Bumse deine Leute auch. Setze, wenn ich dich kille, kein Königshaki ein, denn sonst gehen auch die Zeugen drauf. Ein One-Night... Ah, das ist geil, das ist geil. Setze, wenn ich dich kille, extra kein Königshaki ein, denn sonst gehen alle Zeugen drauf. Also vom Sinn. Sehr geil gemacht. Also quasi, dass er ihn schon mit seiner Aura, seiner Dominanz plätten könnte, macht er aber nicht. Er macht sich extra mehr Mühe, also nutzt quasi seine komplette Kraft nicht, weil sonst alle Leute, die bezeugen könnten, wie hart er ihn gefickt hat, nicht mehr da wären. Also purer Flex. Sehr geil. Setze, wenn ich dich kille, kein Königshaki ein, denn sonst gehen auch die Zeugen drauf. Ein One-Night-Stand mit Iron Man, dein feuchter Traum. Willst flirten, doch bis höchstens fortgewandt wie Groot der Baum. Jetzt beide so eine Groot-Zeile bringen, okay. Ja, also ich finde generell die Angriffsfläche, du stehst auf deinen Lieblingscharakter nicht so stark. Ich finde es besser umgesetzt mit Groot, so dass das wenigstens verknüpft ist und nicht einfach nur, ich komme in deine Stadt und jeder kennt dich so. Das fand ich schon immer wack. Also zumindest, wenn man eigentlich so ein Themenbattle hat, da hat das eigentlich da nichts verloren. Aber ich fand die Zeile jetzt auch keine Glanzleistung. Stand mit Iron Man, dein feuchter Traum. Willst flirten, doch bist höchstens fortgewandt wie Groot der Baum. Ich küsse die Faust, trink meine Pisse aus. Was für Marvel, Junge, du bist Disney World wie Mickey Mouse. Fühl mich bedroht von diesem Kerl. Das finde ich auch geil mit dem Bezug Marvel-Disney, weil Disney Marvel ja schon längst gekauft hat. Das ist not bad. Auch, hätte man aber auch stärker verpacken können. Pisse aus, was für Marvel, Junge, du bist Disney World wie Mickey Mouse. Fühl mich bedroht von diesem Kerl. Bist du Akatsuki oder warum rennst du ständig Schwänzen hinterher? Guck nicht, wenn... Das, obwohl, doch, ist eine geile Zeile. Ist eine geile Zeile. Bist du Akatsuki oder warum rennst du ständig Schwänzen hinterher? Oder warum bist du so schwanzfixiert oder irgendwie sowas? Das ist nice. Man hätte auch sagen können, ich bin schwanzgesteuert wie Akatsuki so als Representer. Also beides gut. Beides starke Idee, starker Ansatz. Einzige, was mir nicht so gefallen hat, war, dass der Reim echt nicht so gut war. Aber ansonsten stark. Von diesem Kerl, bist du Akatsuki oder warum rennst du ständig Schwänzen hinterher? Guck nicht, wenn ich spreche, ich spuck in deine Fresse. Laberst so viel Scheiße, hast du von der Dünnschissfrucht gegessen? Weil das ist eine stumpfe Line, die zieht. Weil sie Bezug auf das Thema hat. Und kreativ damit spielt. Die ist zwar immer nur dumm wie Scheiße, aber ich finde, die zieht halt einfach. Deine Fresse laberst so viel Scheiße, hast du von der Dünnschissfrucht gegessen? Rücke dieses Opfer wie das Bakugan. Aus welcher Toilette habt ihr den Pisser rausgekramt? Nämlich Prinz Vegeta Big Bang. Rapp nur weil du aussiehst wie mutierte Scheiße, bist du noch kein X-Man. Du bist eine Witzfigur, dekodiert man jeden deiner Atemzüge. Heißt es übersetzt, ich bin eine Missgeburt. Du bist eine... Jo, okay.
Das ist halt eine Line, die hat halt auch nichts mit dem Thema zu tun. Dekodiert man all deine Atemzüge, dann wird daraus, ich bin eine Missgeburt. Also der Reim Missgeburt auf Witzfigur, den hat er ja gerade gebracht. Dekodiert man jeden Teil, sie mutierte Scheiße, bist du noch kein X-Man. Du bist eine Witzfigur. Also Witzfigur auf Missgeburt ist halt, also den Reim kickt man eigentlich nicht mehr, weil das ist so wie Punchline auf Angstschweiß oder Hurensohn auf guten Ton. Also das sollte man sich sparen. Aber ich finde einfach den Gedankengang so saukreativ. Also dass es quasi seine Atmer den Morsecode ich bin eine Missgeburt ergeben hat, nichts mit dem Thema zu tun. Aber ich finde die Idee sehr geil. Dekodiert man jeden deiner Atemzüge, heißt es übersetzt, ich bin eine Missgeburt. Du bist eine Kreuzung aus Rocket und Hasbulla. Leute sehen dein Gesicht und sagen nur Haram. Auch auf Japanisch nehme ich dich ran. Itami Yoshida no mono ni honto no ewa wakaran. Also, ich habe jetzt keinen Plan, warum die alle so reagieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand wusste, was das bedeutet. Ich zumindest nicht. Starke zweite Runde macht einmal leer! Oder hat auf Japanisch gespittet. Was war das auf? Er ist schon anstrengend. Ach nee, das ist so, keine Ahnung, das ist so mega aufgesetzt. Nicht so meins. Japanisch. Ich hab keine Ahnung, ich glaube, er hat gar nichts gesagt. Bruder, da bekommt man japanische Angst. Was los, ihr kleinen arschgefickten Stricher? Macht japanische Gesichter wie Anime-Entwickler. Ja, gut. Ich muss auch sagen, Bruder. So, das war das Battle. Ja, check das auf jeden Fall ab. Und letzte Worte. Ihr entscheidet in den Kommentaren natürlich, wer von den beiden gewonnen hat. Und wenn die beiden nochmal kommen sollen, dann schreibt es auch in die Kommentare. Und vielen, vielen Dank, Abbas, für die geisteskranke Moderation. Und ja. Ich muss sagen, es ist bestimmt schon trotz allem cool, so eine Crowd hinter und sich zu haben. Sind die einfach bei jeder Line abgeht. Vielleicht auch ein bisschen stören, weil man sich dann denkt, okay, was zieht jetzt wirklich und was nicht? Wie so ein Dude, der bei jedem Witz lacht. Aber ich finde es so generell, finde ich es cool, dass die sich Mühe geben, so eine Stimmung zu erzeugen. Raus! Hier. So, das war's auch mit dem Battle und... Jo, ich glaube nicht, dass es hier noch letzte Worte von den Interpreten gibt. Nee, schade, leider nicht. Aber ich find's cool, dass es solche Ideen gibt und dass sich Mühe gegeben wird, sowas ins Leben zu rufen. Technik war super, wurde adäquat gemacht. Den Leuten wurde eine Stimme gegeben, es gab einen guten Ablauf. Leute sind respektvoll miteinander umgegangen. Also davon generell gerne mehr. Ich würde halt höchstens dem Moderator empfehlen, sei ruhig bisschen kritischer. Tu nicht alles so künstlich abfeiern und spar dir vielleicht diesen Blick hier, weil der wirkt halt absolut nicht echt. Aber ansonsten, geile Veranstaltung. Wie gesagt, gerne mehr davon. Ich hab's gefeiert. Jo, und ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Schmerz, ich lass mich am Wachsen hält, trete aus dem Netz, es ist Zeit, mich selbst zu kennen. Der Boden lässt mich fliehen. Schultern noch schwer, das Gewicht, das mich noch hält, die Erinnerung tief in meinem Herzen.